Hallo Internet, hier ist wieder Bacon-Zack für euch und willkommen zu einem kleinen, schnellen Unboxing. Ich habe was erhalten und zwar was ganz, ganz Besonderes. Ich habe hier das Set der Final Fantasy VII Polygon-Figuren. Das heißt, das ist ein Figurenset, was Square Enix jetzt rausgebracht hat. Mit den Figuren, so wie sie im Originalspiel aussahen. Ich zeige euch das hier mal kurz. Das heißt, das sind wirklich die Charaktere in der schlechten PS1-Grafik quasi. Ja, als Plastikfiguren. Und ich bin gespannt, was ich hier drin habe. Denn das ist random. Hier ist zwar eine gewisse Anzahl von Figuren drin, aber es ist nicht gesagt, dass man wirklich alle Figuren bekommt. Nein, es könnte auch sein, dass ich jetzt fünfmal Red 13 habe und die anderen nicht. Und das wäre echt scheiße. Und ich bin gespannt, was ich drin habe. Und deswegen gucken wir uns das jetzt mal an und machen das gemeinsam auf. Ich zeige euch das jetzt hier auch nochmal. Wie gesagt, das ist der Karton. Ist sehr, sehr schlicht. Einfach nur eine schwarze Verpackung. Hier irgendwelche Hinweise auf Japanisch, dass man die Figur nicht essen soll oder sowas. Und hier sieht man nochmal die Figuren, wie sie damals im PS1-Spiel aussahen. Und nämlich genauso wie hier damals. 1997 bzw. 1998. So wie die Figuren damals aussahen, gibt es die jetzt. Und ich finde das super. Ich werde da super duper mega nostalgisch. Und ich bin gespannt, was ich da drin habe. Erstmal müssen wir das hier von dem Tesafilm befreien. Da haben wir ja unser kleines Masterschwert. Da. Damit kriegen wir das schnell ab. Zicke-Zacke. Hoi, hoi, hoi. Gibt auch noch was. Ich glaube, das ist eigentlich auch so ein ganzes Set, was man in den Laden stellt. Deswegen ist das so komisch verpackt. Ja, guck mal hier. Das ist eigentlich so ein Verkaufskarton. Und hier sind jetzt einzeln die kleinen Figürchen drin. Und hier ist jetzt Cloud abgebildet. Aber ich bezweifle, dass hier Cloud drin sein wird. Denn wie ihr seht, es könnte auch Sephiroth, Reno oder Red 13 sein. Irgendwelche Warnhinweise. Oder halt Barrett tiefer. Oder Aeris. Und hier ist ausgegraut. Quasi oder so geschwärzt, ist ja noch ein Slot für einen anderen Charakter. Ich glaube, das nimmt die Kamera jetzt nicht so gut auf, weil der Kontrast zu hoch ist, aber das ist im Prinzip so eine Silhouette, dass hier eigentlich noch ein Charakter sein müsste, der aber nicht abgebildet ist. Durch die unfassbare Technik und die Supernützigkeit des Internets weiß ich aber, welcher Charakter das noch ist. Es gibt auch Cloud verkleidet als Frau in dem Kleid. Die Szene halt am Anfang in den Slums, die gibt es auch. Und das ist die erste Figur, wir machen die jetzt auf. Hier oben ist so eine schöne Trennlinie, wo man das direkt einfach aufreißen kann. Zip. Und wir haben als erstes erstmal, was ist das? Schwarze Plastikkreise. Sehen aus wie kleine Eishockey-Pucks. Keine Ahnung, was das soll, wozu die sind. Aber hier verpackt in Polsterfolie ist dann wohl die Figur. Vielleicht sind das die Stands, die Bases, wo man die draufpacken soll. Kleiner als gedacht. Und oh, direkt als erstes haben wir den Großmeister. Sephiroth. Direkt als erstes haben wir Sephiroth. Sephiroth. Dumm, 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 dumm. Und ich muss sagen, die sind tatsächlich kleiner als gedacht. Guck mal. Die sind... Die passen hier so zwischen meinen Daumen und meinen Zeigefinger. Also das ist... Die ist echt nicht groß. Ich dachte, die sind größer. Ich dachte, die sind ungefähr so groß wie ein Amiibo. Aber die sind tatsächlich kleiner als ein Amiibo. Ich befreie Sephiroth jetzt mal hier aus seinem Beutel. Ah. Aber... Ja, sie sind okay, aber so richtig gut gearbeitet sind die jetzt auch nicht. Muss man auch ehrlich sein. Es ist soweit okay, das erfüllt seinen Sinn und Zweck,
Aber so richtig sauber gearbeitet sind die nun wirklich nicht. So, man sieht hier, es ist eher sehr blockig natürlich. Es ist wirklich einfach nur pures Plastik. Da sind jetzt keine beweglichen Teile oder so. Und mir fällt schon direkt auf, die Farbe ist jetzt nicht so sauber aufgetragen. Gerade hier hinten bei den, bei den Schulterplatten quasi. Und da habe ich echt mehr erwartet. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Für den Preis. Ich glaube, die Box hat jetzt irgendwie 70 € gekostet oder was. Ich dachte, sie wären deutlich größer und schöner verarbeitet. Wow. Ist ein bisschen, ich bin jetzt ein bisschen ernüchtert. Jetzt gucke ich mal, was es mit diesen. Was mit diesen Eishockey-Pucks auf sich hat. Aber ich vermute. Warum sind hier drei Stück drin? Da soll man die dann einfach draufstellen oder wofür ist das gedacht? Hier ist auch nichts bei, was irgendwie halten würde. Das ist einfach nur wirklich ein schwarzes, glattes Stück Plastik. Und das ist auch echt nicht sauber gearbeitet. Hier sind überall so billige Plastikreste dran. Man sieht so, dass das Plastik eingeschmolzen wurde und das zieht dann manchmal so Schlieren. Hier, wenn das jetzt spiegelt, seht ihr das. Das sind nicht meine Fingerabdrücke, nein. Das sind wirklich Schlieren auf dem Plastik und das ist super lame. Also wenn das die Base sein soll, wo man den einfach so draufstellen kann, ja, ist schon ziemlich scheiße. Ziemlich scheiße. Na gut, okay. Okay. Wir haben Sephiroth. Steht auch von alleine, das heißt, man müsste ihn wahrscheinlich auch nicht da drauf packen. Aber ich lege den mal lieber hin. Kann man das besser sehen. Machen wir die nächste auf. Wieder unsere. Diesmal sind vier Eishockey. Fünf, sechs Eishockey-Pucks. Was ist denn das für ein Bullshit? Jetzt habe ich hier eine Packung mit 1, 2, 3, 4, 5. 5 Eishockey-Pucks. Was soll das? Oder packt man die da rein, um das einfach zu beschweren, weil man sagt, hat sonst nicht genug Gewicht. Oh, aber wir haben jetzt hier Cloud Strife. Das ist gut. Damit habe ich eigentlich schon meine beiden Wunschfiguren. Bin froh, dass ich zumindest die beiden habe. Wobei von Wunsch. Der ist jetzt auch nochmal extra in so einem Plastikding eingepackt. Also Plastik in Plastik. So wie man das von den Actionfiguren und so weiter kennt. Keine Ahnung warum. Waren die anderen nicht? Beziehungsweise die andere nicht. Also Sephiroth war nicht da drin. Warum auch immer man ihn jetzt hier so mit reingepackt hat. Vielleicht weil sonst die Haare zu leicht abbrechen oder so. Aber, ja. Auch der könnte besser gearbeitet sein. Die sind echt klein. Die sind echt super klein. Das ist halt Cloud. Warum habt ihr jetzt so viele Eishockey-Pucks? Ich verstehe es nicht. Ich muss noch mal gucken, wofür die da sind. Ob ich irgendwas übersehe. Oder nicht. Muss man mal gucken. Machen den nächsten auf. Also 8 Stück sind hier drin in der Box. Eishockey-Pucks! Jede Menge Eishockey-Pucks. Und hier haben wir Eris. Wenn ich jetzt noch Barrett habe, dann bin ich eigentlich mit dem Set zufrieden. Das Blumenmädchen aus den Slums. Eine Waifu. Ja. Die sieht ein bisschen besser aus. Hier zumindest nicht irgendwo bei mir jetzt gerade gekleckerte Farbe, aber ich denke, das ist einfach Glück. Je nachdem, welcher Mitarbeiter oder welche Maschine die halt ausgepackt hat. Oder beziehungsweise angemalt hat, ausgepackt. Ich bin auch eine Maschine. Ich pack Sachen aus. Ja, naja, okay. Aber die sind echt winzig, ne? Also das finde ich echt scheiße. Ich habe gedacht, die wären größer. Das ist echt enttäuschend. Das ist super enttäuschend. Ich dachte, die wären viel größer. Eishockey-Pucks.
Und, ah, okay, jetzt habe ich hier den Secret. Ich habe Cloud verkleidet als Frau mit dabei. Ich habe mir übrigens sehr gut im Remake gefallen, die Side Mission. Den haben sie super umgesetzt, finde ich, dort. Cloud als Frau mit Zöpfen. Mrs. Man von Scary Movie. Ja. Aber, ja. Das ist tatsächlich die einzige Figur, wo ich gesagt habe, die brauche ich nicht. Ich brauche sie alle nicht, wenn ich sie jetzt sehe. Also ich bin echt ernüchtert. Und wen haben wir hier? Das sieht aus wie Nanaki. Anhand der Farbe. Ja, es ist Nanaki. Wir haben so viel Plastikmüll, der sich jetzt hier auftürmt. Es ist Nanaki. Der ist hier auch in so einer Schale drin. Öffnen ihn raus und da haben wir Nanaki bzw. Red 13. Also witzig und cool sind diese Figuren allemal, aber die Größe lässt wirklich zu wünschen übrig. Muss ich einfach mal sagen. Dann mache ich auch mal so hin. Noch drei. Mir fehlen noch Barrett, Tifa und Reno. Und hier haben wir, oh, wir haben Barrett, oh my goodness, yes. Da kriege ich doch alle Figuren zusammen, das wäre natürlich cool. Wir haben Barrett, unseren großen schwarzen Schokoladebär. Und tatsächlich sind bei dem keine Eishockey-Pucks drin. Ich glaube, diese bekackten Eishockey-Pucks sind wirklich nur dafür da, weil der ist größer und schwerer, diese Figur, damit du nicht fühlen kannst im Laden, wenn du die so eine Schachtel in die Hand nimmst. Wie schwer das ist, damit die alle auf ein Gewicht kommen. Ist das dämlich. Aber hier haben wir Barrett, Alter. Komm, Neuer, folge mir. Mir doch egal. Der ist auch deutlich größer als die anderen. Ich dachte eigentlich ungefähr so die Größe. Wenn ich noch größer, wären sie alle. Aber, no. Barrett ist deutlich größer. Aber war er im Spiel ja auch. Wenn ich jetzt die letzten beiden noch die habe, die ich möchte, das wäre natürlich super. Dann hätte ich zumindest ein komplettes Set. Eishockey Pucks. Ich glaube, ich habe tatsächlich das komplette Set. Hier ist jetzt Tifa. Tifa ist auch nochmal extra verpackt. Es gab so einen Typen, der hat das mit einem 3D-Drucker selber ausgedruckt und hat angefangen, die Sachen auf eBay oder auf Wish zu verkaufen oder so. Der wurde direkt erstmal hart von Square Enix verklagt. Das ist schon ein paar Jahre her. Und wenn ich jetzt so denke, die bringen das jetzt selber raus und die sind kleiner und schlechter als die Sachen, die der Dude produziert hat, dann ist das... Ja, wir tiefer. Ich bin mir nicht sicher, aber haben sie ihre Brüste kleiner gemacht? Gerade im PS1-Original waren es ja riesige Ballons. Vielleicht haben sie das gemacht, damit sich Kinder damit nicht die Augen ausstechen. Dann haben wir jetzt nur noch eine Figur. Das wird dann Reno sein. Ja, es ist Reno. Okay. Dann ist es nur random in dem Sinne, dass du, wenn du im Laden bist und du dir die Sachen einzeln kaufst, du nicht weißt, wer es ist, aber wenn du dir eine Box kaufst, ist wirklich jeder Charakter einmal drin. Und hier haben wir noch Reno von den Turks, beziehungsweise den Turks. Da ist er. So. Also für so eine Box mit so ein paar Figürchen, die echt nicht besonders groß sind. Ich glaube 70 Euro oder was ausgeben, das ist echt happig.
das ist echt super happig. Also ich bin ein Ultra-Fan von Final Fantasy VII. Ich meine, ich liebe dieses Spiel abgöttisch. Das ist mein absolutes Lieblings-Playstation-Spiel. Das ist auch mit mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Wobei ich mich jetzt nicht auf eins festlege. Es gibt mehrere Spiele, die super sind. Ich habe kein einziges Lieblingsspiel, aber das gehört auf jeden Fall mit dazu. Wenn ihr nicht absolut Die-Hard-Fans seid von FF7, kauft euch den Kram nicht. Also ich bin echt enttäuscht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die sind wirklich größer. Ich dachte, die sind ungefähr doppelt so groß. Aber das ist echt super, super lame. Super lame. Was aber super ist, ist dieses T-Shirt, was ich anhabe. Das könnt ihr bei mir übrigens im Merchandise-Shop erwerben. Und ich sag's an dieser Stelle nochmal, wenn ihr vorhabt, das Remake zu spielen, spielt erst das Original. Glaubt mir, es ist wichtig. Alle, die was anderes behaupten, haben keine Ahnung oder lügen euch an. Glaubt mir, es ist wichtig, dass ihr das Originalspiel kennt. Denn das Remake ist kein richtiges Remake. Aber ja, darum geht's jetzt hier nicht. Ich mache jetzt gleich nochmal ein paar Nahaufnahmen von den Figuren, damit ihr sie nochmal seht. Genau. Und ja, ich sag schon mal, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö und hauen Sie.